In Deback, einer kleinen Marktstadt mit 30.000 Einwohnern, liegt unser Hotel. Gegen Mittag haben wir die 100 Kilometer ab Gonda geschafft. Der Ort befindet sich am Rande des Simien-Nationalparks. Das ist eine bizarre Bergwelt mit unglaublichen Schluchten, Tafelbergen und Pyramidenfelsen. Reiseleiter Gernot scheint ein nie leer werdendes Füllhorn mit kleinen Geschenken für die bedürftige Bevölkerung dabei zu haben. In dieser Höhe von etwa 3.500 Metern zeigt sich eine Flora mit zum Teil selten gewordenen Spezies der afrikanischen Gebirgsregion. Kühl ist es, vielleicht 15 Grad. Nachts kann die Temperatur sogar bis unter den Gefrierpunkt gehen. Beim Trekking im Nationalpark hat immer ein Führer und ein bewaffneter Scout die Besucher zu begleiten. Leider sind für die hier lebenden Menschen die Lebensbedingungen äußerst schwierig. Sie haben gegen Bodenerosion und Missernten zu kämpfen und immer wieder Hungersnöte zu durchstehen. Die Erträge aus der Landwirtschaft reichen kaum, um die Familie zu ernähren. Und alternative Einkommensmöglichkeiten gibt es keine. Aufgetrennte Plastiksäcke schützen etwas gegen den nasskalten Wind. Am Ende eines Wiesenhangs empfängt uns eine Schar singender Jugendlicher. Eigentlich ist diese Inszenierung eine hübsch ausgedachte Verkaufsveranstaltung. Immer wieder ziehen ungemütliche, feuchte Wolkenfetzen über den Hang. Doch die meisten der Gruppe haben sich gut in Tücher und Decken eingemummt. Und Klatschen macht ja schließlich auch warm. Im Halbkreis vor der Gruppe sind kleine Reisemitbringsel, wie Schachteln, Döschen und Schatullen arrangiert. Aus Holz und eingefärbten Gräsern gebastelt. In einen Kaufrausch sind die Mitreisenden dennoch nicht gefallen. Heimisch sind in diesen Bergen der abessinische Steinbock, der Simienfuchs und der Klippspringer. Daneben Hyänen, Schakale, Lämmergeier und verschiedene Hochgebirgsgreife. Bis auf einige Vogelarten haben wir all das auf unserer 3-Stunden-Wanderung leider nicht zu Gesicht bekommen. Zu bewundern waren dagegen eine überraschend große Herde an Cheladas. Einige dieser Affen konnten wir ja bereits zu Beginn der Rundfahrt bei der portugiesischen Brücke entdecken.
Entdecken brauchen wir die Affen hier nicht. Schier unübersehbar ist die große Horde. Unser Nationalparkführer kennt offensichtlich ganz genau ihr tägliches Bewegungsprofil, einschließlich der entsprechenden Zeiträume. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis und gleicht alles Nichtgesehene bei weitem aus. Ihr dichtes, wunderschönes Fell, das wie ein sibirischer Pelzmantel wirkt, schützt die Tiere hervorragend gegen kalten Wind und Sturm. Die Chelada-Paviane kommen relativ häufig im Hochland vor. Sie leben in großen Gruppen und ernähren sich von Gras, Früchten und Wurzeln. Charakteristisch ist die rosarote nackte Hautstelle an Brust und Kehle, die ihnen auch den Namen Blutbrust-Paviane einbrachte. Wer sich ruhig verhält und sich nur ganz langsam bewegt, kommt sehr nah an die Gruppe heran und wird von dieser ignoriert. So rutschen sie beim Grasen langsam über die Wiese. Und die Kleinen fahren auf Mutters Schwanz mit. Wenn es dunkel wird, ziehen sie sich in Felshöhlen zurück, die in den senkrechten abfallenden Bergflanken liegen. Dort wird übernachtet, gut gegen Witterungsunbilden geschützt und sicher vor ihren Feinden. Das Simien-Massiv entstand durch vulkanische Aktivitäten vor 40 Millionen Jahren. Durch die Erosion erkalteter Basaltlava entstand dieses faszinierende Landschaftsbild. Ein Blick über diese Gegend macht deutlich, warum das Simiengebirge auch als das Dach Afrikas bezeichnet wird. Zahlreiche Gipfel erreichen eine Höhe von über 4000 Metern. Mit beinahe 4600 Metern ist der Mount Rashtashin der höchste Berg in Äthiopien und der vierthöchste Gipfel Afrikas. Fast ein bisschen Regen, als ich hier mit den Wolfen langgefahren bin. Am Ende unserer Wanderung bekommen wir noch einmal ein Ständchen zu hören. Yeah.
Zum Dank gibt es Zahnbürsten aus Gernots Überraschungskiste und zusätzlich eine Benutzungseinweisung.